lange Geschichte, die zieht sich jetzt schon seit 2,5 Wochen. Ich komme aus dem Ortsteil in Schwarzenberg, Gemeinde Basbrunn. Da habe ich Mutterkuhhaltung auf meinem Hof und 2 Stück habe ich abzwackt. Mutter mit Kalb. Alles super geklappt und dann auf einmal sind die Naus. Am dritten Tag haben wir sie ja wieder reingebracht in die Weide, weil die Kreise sind größer geworden. Von der Kuh mit Kalb und wir haben sie einfach nicht gekriegt. Letztes Wochenende, freitags, war eine gute Bekannte, Freundin, die hat gesagt, da gibt es einen guten Eiderbichel in Österreich. Nach denen sollen wir gucken, die helfen bei sowas. Da bin ich gerufen worden am Samstag, das war der 17. Juli um 14 Uhr. Ich möge hier rausfahren nach Stuttgart. Es ist eine Kuh und ein Kalb entlaufen. Der Bauer hat mir die ganzen Plätze gezeigt, wo die Kuh schon unterwegs war. Wo ich es das erste Mal gesehen habe, war hier hinten bei dem Baumstamm. Ja, dann habe ich da eine Futterstelle aufgebaut, habe Nachtsicht, also Wildkameras aufgebaut. Und siehe da, sie ist da geblieben, sie ist sofort zum Futter hin. Wir haben spezielles Futter und Wasser. Ganz wichtig, Salzlegsteine brauchen die Rinder. Gemütlich sind sie runtergegangen den Weg, haben es dann runtergebracht, sind in die Weide reingelaufen, wir haben zugemacht, Strom rein, alles perfekt. Und in der Zwischenzeit haben wir die Vorbereitungen getroffen. Es ist der Hänger vor Ort gekommen, es ist ein Traktor zum Fixieren vor Ort gekommen. Der Förster, der was auch das mit dem Betäubungswerk gekommen ist, die Kuh und das Kalb dann mit einem Betäubungspfeil ruhig gestellt hat. Ja, und schlussendlich nachher kurzen Schlafphase von Kuh und Kalb haben wir dann beide glücklich in den Hänger verladen können. Und jetzt machen wir uns auf den Weg in das neue Zuhause nach Gut Eiderbichel, Iffeldorf. Vielen Dank an die 2 fähigen Leute da von dem Eiderbichelgut. Froh, dass die geholfen haben. Besser hätte ich nicht laufen können.